Dankeschön. Ich weiß, das ist alles neu für dich, also frage, was immer du So. wissen willst. Es gibt keine dummen Fragen. Die Tür zur Kommunikationsabteilung ist direkt vor dem Sitzungszimmer an der Lobby. Sie sollte mittlerweile offen sein. Im Sitzungszimmer in der Lobby. Aber es wird immer verwirrender und verwirrender und verwirrender. Das passiert, wenn man den Kopf in den Wolken hat. Gegenstände sammeln, Objekte, Missionen. Bitte. Was mit Karte? Ah, da. Geschäftsleitung, Zentralgeschäftsleitung, Zugangszimmer, Direktorbüro. Da muss ich hin. Ist da rechts? Nee, vorbei. Sitzungszimmer ist rechts. Gut. Wie ein kaputtes Radio die ganze Zeit. Ich wollte. Ja. Dann kämpfe ich halt. Guten Tag. Oh, nein. Das ist die Strafe dafür, wenn ich rumalber beim Spielen. Ich habe gerade gelesen, Upgrade Reisekosten. Das wäre ein tolles Upgrade. Okay. Du kannst nicht wollen, dass ich in seiner Nähe bin. Da sind wir uns einig. Ja. Guten Tag. So. Habe ich gerade. Oh, oh. Gehört sicher dazu. Naja. Also auf rote Gegenstände nicht mehr schießen. Das heißt, es ist ein Feuerlöscher. Jetzt bin ich natürlich wieder hier. Habe ich wenigstens. Da ist sie wieder, Ja. unsere Willkommensnacht. Die Items habe ich.
Ich frage mich, ob es Stealth-Angriffe gibt, aber ich werde es wahrscheinlich nie erfahren. Sieht noch nicht mehr explosiv aus. Was ist das? Propangas. Aber was ist das denn? Ein Aufnahmegerät und das eine Propaganda. Ja. Okay. Weil dieses Zischen macht einen Kirre. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, wenn man zuguckt, aber... Irgendwie... Opa! Komm, 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 komm. Bisschen hat er mich jetzt gerade schon erschreckt. Gut. Upgrade ändern. Was habe ich hier so? Nee, Lebensregeneration ist doof. Nachladegeschwindigkeit 16, Nachladegeschwindigkeit 11, 16 ist besser. Diese Rauchschwaden, das ist ziemlich cool. Wenn sie denn da in ihre Einzelteile zerfallen. Beziehungsweise zu Staub. Ups. Ich hab gerade Lust auf Max Payne. Fernseh. Schauen Sie mal. 8 Zoll breit und mit einer Kapazität von sagenhaften 80 Kilobyte. Ha! Erbeutet von Kollegen bei der CIA mit Startcode sowjetischer Atomraketen. Nicht die Originaldiskette natürlich, aber eine exakte Kopie, eine perfekte Fusion der Konzepte, die im Kollektivbewusstsein des Kalten Krieges herumschwirrten. Ein Gefäß. In jeder Hinsicht ein Auffangbecken unheilvoller Energien. Und sie kamen. Wir haben nicht alle Details, aber als Dinge um die Diskette plötzlich zu fliegen begannen, kam sie zu uns. Auch ein Objekt der Macht. ODM. Ups.
Oh, und sie bringt Dinge telekinetisch zum Schweben. Hier flogen bereits 30 Bleistifte. Und einmal schwebte sogar eine Tasse. Ich versuche die ganze Zeit zu verstehen, was sie sagen, aber ich verstehe halt echt nur diese Bruchstückchen. Okay. Hab dich. Ich höre dich schwerer, wenn ich hier bin. Als hätte man den Kanal gewechselt. Der Rat hat dir das Sagen. Die Pyramide ist im Siegel der Behörde. Ziehen sie wirklich die Fäden? Ich bin nicht ihre Direktorin. Yeah. Die wohl coolste Fähigkeit. Wobei ich halt noch nicht mal irgendeine andere Fähigkeit kenne. Ich werde müde. Hoffentlich legt das aber jetzt nicht so unglaublich ekelhaft. Das könnte halt noch das ein bisschen problematisch werden, vielleicht.
Weißt du was? Das geht wesentlich schneller.